Hallo zusammen, ich bin Daniel Hettke von Duvi3D. Ich möchte Ihnen heute mal zeigen, wie man Polyworks mit manuellen Messmaschinen verwenden kann. Ich habe ja schon eine manuelle Messmaschine vorbereitet, die über das Protokoll MC1060 mit Polyworks verbunden ist. Alternativ könnte ich auch andere Protokolle wählen, wie zum Beispiel I++. Dass die Verbindung funktioniert, sehen Sie unter anderem an den CEDAR-Koordinaten, die nun am rechten oberen Bildschirmrand in Live mitlaufen und mir die Echtzeitposition des Tasters ausgeben. Ich möchte Ihnen mit diesem Messsystem nun eine einfache Auswertung zeigen. Ich habe hier schon ein Bauteil vorbereitet und dieses Bauteil in Polyworks in das Projekt als CAD eingeladen. Damit ich dieses Bauteil überhaupt analysieren kann, muss jetzt zunächst mal eine Referenzpunktausrichtung erfolgen. Referenzpunkte werden normalerweise bei Freiformflächen verwendet, also gerade geeignet für dieses Teil. Und diese Referenzpunkte muss ich jetzt zunächst mal in Polyworks definieren, um sie anschließend zu tasten. Für das Definieren gehe ich hier in das Ausrichtemenü, in den Eintrag Referenzpunkte und ich definiere mir jetzt meine Referenzpunkte zunächst mal auf dem CAD. Diese Referenzpunkte werden folgendermaßen angelegt. Ich brauche hierfür drei Oberflächenpunkte, die also meine Z-Richtung, also meine Höhe bestimmen. Ein Mittelpunkt in diesem Kreis, der also dann die Verschiebung in X- und Y-Richtung minimiert, und ein Mittelpunkt von diesem Langloch, der also dann die Verdrehung auch minimieren soll. Diese Referenzpunkte werden jetzt auf dem CAD zunächst mal gesetzt. Also zunächst mal die drei Oberflächenpunkte. Anschließend der Kreismittelpunkt, den ich in X- und Y-Richtung bestimme. Dieser Mittelpunkt wird hier direkt aus dem CAD-Kreis abgeleitet und als nächstes das Langloch. Auch dieses Langloch leite ich direkt aus dem CAD an. Anschließend tauchen alle Referenzpunkte in der 3D-Ansicht auf und ich habe die Referenzpunkte zugleich in der Baumansicht. Diese Referenzpunkte wähle ich nun an. Über das Menü Ausrichten, Tasten startet nun also automatisch der Tastmodus und ich werde jetzt aufgefordert, die Ist-Position dieser Punkte zu tasten. Für das Tasten richte ich mich ganz nach den Sollpositionen auf dem CAD und versuche, diese Position jetzt zu treffen. Das waren die drei Punkte in Z-Richtung. Anschließend muss ich den Kreis tasten. Für den Kreis wird jedes Mal eine Hilfsebene benötigt. Das war die Hilfsebene. Jetzt kommt der Kreis. Und zu guter Letzt für die Ausrichtung das Langloch. Auch das Langloch benötigt eine Hilfsebene. Für das Langloch selbst wird jeder Kreisbogen dann mit drei Punkten getastet. Wenn die Merkmale nun getastet sind, ist die Ausrichtung automatisch erfolgt und ich kann jetzt direkt gegen CAD vergleichen. Auch hier bietet Polyworks eine entsprechende Funktion, die automatisch den Tastmodus aufruft und mit der jeder getastete Punkt nun direkt gegen CAD verglichen wird. Sie sehen nun diese Punkte in der 3D-Ansicht angezeigt. Eine Farbskala auf der rechten Seite verdeutlicht also die Abweichung dieser Punkte und Sie sehen also auch hier anhand der Abweichung, die Ausrichtung ist richtig erfolgt. Zu guter Letzt kann ich nun alle Geometrien, die ich benötige, messen. Zum Beispiel diesen Kreis habe ich vorhin ausgelassen bei der Messung. Das hole ich jetzt nach. Ich gehe jetzt also auf das Merkmal Kreis erzeugen Menü, auf die Erzeugungsmethode tasten und auch hier startet direkt der Tastmodus. Wie gehabt muss ich zunächst die Hilfsebene definieren für den Kreis. Und dann den Kreis selbst tasten. Jetzt bin ich mit meiner Auswertung soweit fertig. Eins fehlt noch, der Kreis hat bisher nur einen Ist-Wert. Der entsprechende Sollwert fehlt natürlich noch. Und ich kann mir jetzt im Folgenden diesen Sollwert auch direkt aus CAD ableiten. Das heißt, über Rechtsklick Sollwert extrahieren
ist jetzt also der nächstliegende Sollkreis aus dem CAD abgeleitet worden und ich sehe jetzt hier Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Werten. Zu guter Letzt kann ich nun meine Messergebnisse in den Report zusammenfassen. Das Layout für diesen formatierten Report kann frei gewählt werden und nachdem der Report erzeugt ist, kann ich den ganz einfach als PDF exportieren. Damit verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal.